So. Nochmal ein Versuch. Warte mal, der Mausanzeiger, den tun wir weg. Ach, der Affe hält dich jetzt. Ich hätte ihn beinahe vergessen. Ja, ich habe nämlich... Oh ja. Yeah. Sorry, aber ich bin müde. So, der soll anscheinend hier aufstehen. Ich will aber den... Und dann sind Affen da drin, gell? Nee, hier nicht. Hä? Was ist hier? Oh nein. Oh. What? Nee, da muss ich eigentlich nicht. Aber ich wollte jetzt gucken, sowas hier. Was ist das überhaupt? Sieht aus wie ein Feuerlöscher, aber er ist so alt, dass er jetzt unbrauchbar ist. Hä? Kann man hier? Sei jetzt ruhig. Ich muss mich konzentrieren hier. Ich glaube, hier sind noch mal Affen drin. Kannst du nichts machen, ey? Ich glaube, ich muss hier rein, oder? Sechs Seelen gefesselt von den Ketten des Todes. Entfachen Sie die Flammen des Lebens mit den Geistern der Schwachen. Okay, das war's. Oh je, nee, nee. Geht doch weg hier! Oh mein Gott! Lasst mich doch hier durch! Das gibt's ja nicht, ey. Das ist... Ging da der Flur noch weiter oder was? Nee, gell? Ich dachte, es ging da noch mal. Doch, Tatsache. Heiliger Strohsack. Rebecca! Hang on. I'll pull you up.
Thank you. Don't mention it. Just keeping my word. We promised to cooperate with each other. Remember? This is Rebecca. Over. Rebecca, this is Enrico. Have you managed to locate Cohen yet? Over. Rebecca, answer me. No, sir. I have not found him yet. I'll continue to search for him. Over. Rebecca. My first mission, and I've already disobeyed orders. So much for my great law enforcement career. Oh well, I probably won't live long enough to worry about it. Billy, I just need to know. I need to know the truth. Did you kill 23 people? I'm not going to judge you. I just want to know the truth. It was around this time last year. Our unit was ordered to Africa to intervene in a civil war. Our mission was to raid a hideout of some guerrilla forces located deep inside the jungle. But the hideout was far away from our entry point. Some died from the heat. Others were killed by the enemy. In the end, only four of us survived. Only, there was no guerrilla hideout. What do you mean? The idiots in charge had us operating based on wrong information. But we couldn't just go back home empty-handed, oh no. Our leader ordered us to attack an innocent village. Get rid of them! Kill them all! Please, sir! Cease fire immediately! Shut up! Do it! No! Don't! Stop! So did you execute those innocent people? Forget about it. Doesn't matter anymore. That was then, this is now. Besides, you said you wouldn't judge me. I'm not judging you, but it does matter. Look, now my people think you killed those MPs in the van, but I don't think you did. It was those zombie dogs, right? When they attacked the van, you were able to escape. Isn't that right? You don't get it. I've only got two choices left. Either report to the Marines and serve out my sentence, or keep on running for as long as I can. That's all. Ja. Nochmal herzlich willkommen. Ich weiß, in der letzten Folge habe ich gesagt, dass ich aufhöre. Das ist vor circa 2 Monate her. Es hat mir doch keine Ruhe gelassen. Und ich habe es nochmal versucht. Bin gescheitert, mehrere Male. Dann habe ich doch gegoogelt. Und Lösungsweg. Tja, und hier sind wir nun. Also, ich habe das mehrmals die ganze Zeit falsch gemacht. Ich bin ständig gestorben. Da habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Also, ich bin ja nicht besonders perfekt jetzt in dem Resident Evil. Aber so blöd dann doch auch nicht, oder? Naja, hier sind wir nun. Und eine Schreibmaschine und ja, nichts zum Speichern. Aber vielleicht liegt hier was. Warte mal.
Aber sie, ich weiß, ich habe ein Band noch, aber vielleicht hat sie es, ja. Warte mal, lass mal sehen. Sie hat es, ja. Ich hab's. Sie hat es. Aber was liegt da hier? Ja, geh hier weg. Was ist die Frau hier dran? Karton voller Werkzeuge. Es scheint nichts Nützliches dabei zu sein. Ah ja. Okay. Sollen wir mitnehmen? Nein, nimm mal nicht. Lass mal hier liegen. Wir haben eins. So, dann können wir das überschreiben. Was gibt hier noch? Nichts. Eine Holzkiste, das war wohl mal Schießpulver drin. Da war wohl mal Schießpulver drin. Gut, sonst gibt es hier nichts. Die sind beide angeschlagen. Die Waffe. Rüste mal das aus und gib das mal ihr wieder zurück. Die auch. Wieso komme ich nicht? Ich komme nicht in. Ich komme nicht in ihr Inventar. Was wollte ich ihm noch geben? Ausrüsten. Das sollte man nach dem Speichern tun. Ach, ist da dann. So, da sind die Affen drin. Sollen wir gleich die Tür nehmen? Oder wieder zurück? Weiß nicht. Da waren ja die Heilkräuter, gell? Die würde ich schon gerne holen. Die würde ich schon gerne holen. Ha ha ha!
Zero. Das Böse ist immer noch hier. Das Böse ist immer noch hier. Ja. Achso, wir könnten das auch so machen. So. Ausrüsten. Ausrüsten. Nee, warte mal. Ja, das. Ausrüsten. Sag mal, das, das geht, das lädt nur. Nee. Ah nee, warte mal, das war ja kombinieren, ne? Nee, es lädt nur eins. Oh mein Gott, du kommst auch nicht durch. Du hast keine Möglichkeit, irgendwie durchlaufen oder weglaufen. Zero. Jetzt dauert es wieder 5 Minuten. Oh, Moment, ich lade. Bitte warten. Bitte warten. Bitte warten. Oh mein Gott, ey, x-mal dasselbe Prozedere durchmachen. Wen hast du jetzt ausgewählt? Sie, Elna, er. Gib ihr dieses scheiß verdammte Ding da. Jetzt muss ich es hier auswählen und das noch ausrüsten. Tja, warte mal, jetzt wähle ich ihn aus. Versuch mal durchlaufen oder sowas. Resident Evil Zero. Ich erspare mir jetzt dieses Scheiß da.
Das sind die Spinnen, gell? Da waren die. Nehmen wir aber den Schlüssel mit. Okay, die reagieren, wenn man den Schlüssel nimmt. Hier konnten wir auch lang, ne? Ah, hier war das mit die... wen schicken wir hoch? Wen lassen wir hier? Wie hab ich das hier? Inaktiv, gell? Achso, nee, Angriff. Solo. Also er bleibt jetzt hier, gell? Sie hat doch das Gewehr, gell? Soweit ich weiß. Was auch was? Magnum-Munition. Sollen wir mitnehmen? Ah ja. Muss irgendwo hinlegen. Schreibmaschine ist irgendwo da. Duralumin-Koffer. Was ist das? Waffe? Oder was? Ah, ich sehe schon. Zahlenschloss. Zoom? Kann ich ja vergessen. Mit einem Kombinationsschloss gesichert. Bei Generator sieht man die. Sieht man die? Ja?
Zahlen 385 in der Ecke. 385. Ja. Und nun? Ja, gebe ich ein. So, okay, vielleicht auch verwenden. Brauchen Sie jetzt nicht. Naja. Ist da ein Schalter oder sowas und eine Tür? Ey, warte mal. Was war hier? Nichts. So, ich dachte, da könnte er auch durch. Nee, kann er nicht. Bitte? Soll ich mal bitte? Nee, ich glaube, das war... Jetzt ist hier zu. Okay, was ist hier? Da ist ein Schalter. Battle sequence initiated. Locking door. Kampfsequenz. Nein, ich bin schon wieder tot. Resident Evil Zero. Ja, das Böse ist immer noch hier.
Bin am Überlegen, ob ich die... Tja, ich weiß auch nicht. Ob ich sie doch töte, die Affen. Oder doch zurücklaufen. Scheiß drauf. Ich speichere jetzt noch mal. Tippt das sogar noch mal. Sie hat jetzt noch Farbbänder, gell? Soll ich sie hier lassen? Lass sie hier. So, jetzt versuche ich, weißt du was, ich versuche die jetzt zu killen. Ich weiß, ich sterbe jetzt sowieso nochmal. Jetzt ist wieder die falsche Tür. Aber ist egal. Ich gehe wieder rein. Komm, komm, mein Liebter, wir gehen rein zum Affenhaus. Durchgeschaut. Onin. Der kommt gar nicht mit. Ja, der ist festgehangen. Resident Evil Zero. Dann nochmal. ich wollte gerade loslaufen, weil der Platz gemacht hat. Warte mal, ich hätte ja gut. Ich weiß schon, was ich falsch mache, aber das so im Eifer des Gefechts denke ich manchmal gar nicht daran. Ich. Hallo? Ich drück doch. Hallo? Was ist denn? Im Eifer des Gefechts vergesse ich das manchmal. Ich wollte bei ihm Waffe tauschen. Was ist denn mit der Maus, mit dem Gamepad los? Da stört schon wieder irgendwas.
Und ich hab schon wieder was. Resident Evil Zero. Mach das jetzt so lange, bis ich das durchschaffe hier. Hätte auf weg hier! Resident Evil Zero. Wollte eigentlich ihn auswählen. Kommst du in den Inventar? Kommst du nicht rein? Ich sehe schon, der ist schon wieder tot. Das dumme Farbband nehme ich auch wieder mit. Ja, aber ich wollte von hier aus jetzt laden, aber bis ich ihn jetzt wieder ausgewählt habe und lauf mal weiter. Ich lauf, glaube ich. No! Oh! Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse dieses Spiel. Resident Evil Zero. Warte mal, kombinieren müssen wir machen. Resident Evil Zero. Soll ich mal den Cocktail bei ihm ausrüsten? Molotow-Cocktail. Vielleicht macht das. Weiß er, wenn wenigstens gut einen oder sowas erwischt er ja manchmal. Aber vielleicht ist das Molotow-Cocktail eher so Area-Effekt auch. Also
möchte, dass die anderen auch Schaden kriegen. Ich will eigentlich, dass er... Ja, da muss ich... Also wenn ich möchte, dass er durchläuft, dann muss ich Angriff inaktiv machen. Versuche es mal damit, dass er weiterläuft. Hängen wir fest. Wir kommen nicht durch. Vielleicht doch die andere Tür noch mal rein. Resident Evil Zero. Oh nee, ein riesiges Loch. Och nee. Na sowas. Der schießt gar nicht. Wieso schießt er? Ja, jetzt schießt er, wo ich tot bin. Resident Evil Zero. Oh. Lass mich durch. Da liegt Munition. Sind wir durch? Ich weiß nicht, ob er mitgekommen ist. Ja, wir sind durch. Geschafft. Hier waren Kräuter doch. Ja. Ja, das war ein blaues. Nee, das brauchen wir nicht.
Das Rote nehmen wir. Rot. Und hier ist ein Grünes. Machen wir gleich verwenden. Es ist nur ein Grünes. Das nehme ich jetzt nicht mit. Hat da nicht was? Nee. Also hier war auch ein Viech. Hier war der Zombie. Gesundheit ist warm. Das war der Monitorraum, wo da Munition war und Gewehrmunition. Richtig? Ist das eigentlich ein Schalter hier? Da an der Wand? Sieht aus wie so ein Hebel zum Runterdrücken, ja? Steht nichts. Okay, nichts angezeigt. Ich habe gedacht, so den Monitorraum zurück. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ich sterbe. Wahrscheinlich. Ich hatte jetzt eigentlich... Schieß doch! Die Nudel schießt nicht. Ey! Die schießt nicht. Darf nicht wahr sein. Ne? Ich hatte gehofft, die schießt, weil ich wollte seine Munition. Resident Evil. Ich gebe es wirklich nicht auf. Thank you.
ich weiß gar nicht, warum hier Pistolenmunition rumliegt. Es ist ja... meine Gesundheit ist Warnung. Sag mal, wenn ich durch 2 Schläge oder 3 Schläge tot umfalle. Und Pistolenmunition, ich muss 5, 6, 7 Mal drauf schießen auf das Ding. Also, was ist denn das für ein Vergleich? Hallo? Da wird es schon 3 Mal angegriffen, bevor ich die Pistolenmunition aufgehoben habe. Er hat keine mehr, gell? Kombinieren wir. Geschafft. Könnt ihm ja jetzt geben, aber das wäre dann nur minimale Gesundheit. Soll ich es mitnehmen, aber ich nehme es mal mit. Vielleicht ist irgendwo ein rotes. Das war ja nur ein blaues hier, gell? So, ich würde jetzt aber sagen, warte mal, da ist ja der Zombie hier. Was hat der? Der hat Waffe, okay. Ich will eigentlich nicht, dass er den Granatwerfer benutzt für den. Ach, warte mal, jetzt habe ich Rebecca. Nee, ihn. Nee, es ist Rebecca. Die habe ich ausgewählt, ja. Ich will nicht, dass er schießt. Also, ich laufe jetzt nur durch und in die Halle. So, jetzt weiß ich... Ich glaube, hier liegt, oder? Ach, guck mal, da ist ein grünes.
Ach, guck mal. Hey, warte mal. Ich brauche ein rotes. Okay, wieder weg. Farbband ist hier. Jetzt speichere ich. Und dann gehe ich Monitorraum. Warte mal, das war hier. Alter, war Gewehrmunition, Pistolenmunition. Ich jetzt richtig? Ich weiß nicht. Ja. Ist er tot? Scheint so. Das Gewehr hat doch aber sie, richtig? Ich glaube, es hat sie. Ja, er hat jetzt keinen Platz. Mach mal wieder Angriff. Was mache ich denn? Trainieren. So. Oh, ich habe die Farbbänder mitgenommen. Das wollte ich eigentlich nicht. Schwer zu sagen, ob es Schmutz oder Blut. Braune Flecken. Schwer zu sagen, ob es Schmutz oder Blut ist. Also ich würde sagen, dass es scheiße ist. Ich weiß, dass der... Ja. Hauen eine drauf. Sie können den Schrank nicht öffnen. Die Tür ist beschädigt. Ich weiß nicht, wofür wir das Benzin brauchen. Bis jetzt weiß ich nicht, wer was. Hey.
Ich weiß nicht, ob ich das trotzdem mitnehmen soll. Oder stehen lassen noch. Ich glaube, ich nehme es mal mit. Ja, ich mach das jetzt nochmal. Und dann lasse ich das Fahrband hier. Also was ich habe, ist genug Farbbänder, aber nicht genug Kräuter. Zum Heilen. Farbbänder haben wir eigentlich fast an jeder Schreibmaschine eins. Also mit drei Stück. Das lassen wir jetzt hier. Und gehen wieder zurück und dann durch die Tür. Ich wollte eigentlich den Kanister auch hier lassen. Aber ich nehme den jetzt mal mit. Waren da drin? Ist das auch Affe? Wieso gehst du gleich wieder raus? Angst? Was ist die Angst? Bin ich da schon durch? Sie hört sich. Ach, oh ja. Stimmt. Oh, das Gewehr macht Angst. Oh. Ja, genau. Aber wir sterben. Ich glaube, der hängt fest. Ja, ich bin allein. Hey. Ja, das war mir klar. Resident Evil Zero. Stimmt tatsächlich, ich hatte gar nicht drin. Müsste der aber nicht
Schlüssel ich auch mal hier lassen. Ich weiß nicht, für was wir den benötigen brauchen. Das weiß ich nicht. Hä? Nee. Ich hab grad gedacht, da liegt was. Da ist ja der eine Affe drin. Und in dem anderen Raum, da war das mit dem, wo sie durch ist und dann kam sie da durch. Warte mal, wir haben doch eine Map. Da ist eine Tür verschlossen. Ebene wechseln. Macht das jetzt zu. So, hier. Ausbildungsstätte zu. Höllenlage. Da war ich auch nicht drin, oder was? Höllenlage 3. Ach, das ist da, wo die Affen... Ja, ich habe gedacht, das wäre eine Tür oder ein Tor, irgendwie sowas. Das ist tatsächlich eins. Aber da stand doch irgendwas von Licht, gell? Ach, das wollte ich jetzt auch nicht. Yes. Ich glaube, da ist nichts mehr hier.
glaube, da ist nichts mehr. Sollen wir oben mal gucken? Ich weiß gar nicht mehr von dem Haus, was war. Das habe ich irgendwie total vergessen. Aber ich kann mich an die Halle oben noch erinnern, wo... Also hier da mit dem... Ich glaube, da war auch eine Bühne, gell? Wo die Schreibmaschine ist. An dem Raum kann ich mich erinnern. Aber jetzt hier, so an der Seite, die was noch grau sind, da war ich ja noch gar nicht drin. Daran kann ich mich jetzt nicht erinnern. Ich würde da mal kurz einen Blick drauf werfen. Was ist das? Ach, das sind das nicht die komischen Grillen? Dann soll da eine Tür sein, die verschlossen ist. Was ist das hier? Boden? Da konnte ich, was steht da? Verschlossen. In die Tür ist ein Wassermotiv eingraviert. Oh. Okay, Wassermotiv, da müssen wir passen. Und da oben war ich irgendwie auch schon. Ist da nicht auch Wassermotiv gewesen? Und da unten, ich glaube, von da sind wir hergekommen. Richtig? Also gut. Ja, ich glaube, wenn wir Treppe hochgehen, dann kommen wir hier. Ja, da wo so komische Heuschrecken oder was sind das? Die sind oben. Ja, was ist denn? Ich drück doch Tür. Ich glaube,
Wirklich? Dann geht es hier weiter. Ich glaube, da habe ich auch alles schon durchsucht hier. War nichts mehr. Da ist nichts. Ich glaube wirklich, dann geht es hier nur hier weiter. Waren hier Affen? Nee. Was war hier? Ich weiß, einmal bin ich rein. Da ist irgendwie... ist das eine Leiter? Rein. Angehört, als wäre einer. Bums. Richtig getötet jetzt? Es waren zwei Affen, oder? Hä? Ich sehe nichts. Ist zu dunkel. Waren das zwei? Ich glaube, das waren zwei. Aber tot sind sie. Ja, ich glaube, wir waren hier schon mal, oder nicht? Wenn ich mir so die Map angucke, bin ich von hier aus nicht rausgegangen. Ja, es ist ja auch, es ist ja auch grün. Ich hätte gar nicht da reingehen brauchen. Das Benzin da reinschmeißen? Nichts, nichts, nichts und nichts, keine Meldung. Ja, jetzt, ach, jetzt habe ich ihn wieder drin lassen. Das
nicht mitgegangen. Nicht so schlimm. Resident Evil Zero. Nicht so schlimm. Warum steht ja jetzt was anderes? Nicht so schlimm, weil ich habe ja eigentlich von hier ab nur gecheckt. So. Oben, gell? Und wir haben das hier gelassen. Und das Benzin haben wir hier gelassen. Ich würde ihn ja gern heilen, gell? Aber es nützt ja irgendwie kaum was. Da hat er eine. Ich bräuchte ein rotes. Nee, warte mal, ich bin, glaube ich, auf den Monitorraum gegangen, gell? Und hab die Munition geholt. Nee, warte mal. 49? Nee, die habe ich schon. Nee, habe ich doch. Ja, und dann habe ich wieder gespeichert. Da waren die Affen da drin, gell? Doch, der ist umgeflogen. Ich hab die drei Pisser. Was ist das? Keine List wird der Geschwindigkeit meiner flinken Glieder gerecht. Die Tür habe ich gemeint. Das ist eine Tür oder ein Tor oder sowas. Sechs Seelen gefesselt von den Ketten des Todes. Entfachen sie die Flammen des Lebens mit den Geistern der Schwachen. Nochmal. Sechs Seelen gefesselt von den Ketten des Todes. Entfachen sie die Flammen des Lebens mit den Geistern der Schwachen.
überblicke alles. Kein Wesen entkommt meiner Macht. Ich rage hervor und präsentiere stolz meine Hörner. Sind sechs, ja? Ist das Wolf? Ja. Okay. Ich glaube, ich verstehe schon, worauf das hinausgeht. Mit den Geistern der Schwachen. Wie mache ich da? Ich denke mal, dass da irgendwie Feuer rein muss, aber wie mache ich das? Da? Achso. Ah, er hat doch Feuerzeug, oder nicht? Ist mir jetzt gerade eingefallen. War es nicht so? Gibt er auch Munition? Nee. Nee, war nur das eine.
Er hat doch Feuerzeug als persönlich, ja. Hatte ich das aber nicht schon benutzt und es ist leer? Ne? Hä? War das nicht so? Dass ich schon einmal benutzt habe und dann war es leer? Kann es nicht mehr benutzen? Probier's mal. Ich will mal ihn aus. Also ich denke mal irgendwie Reihenfolge. Oder? So habe ich es irgendwie verstanden. Dann probieren wir. Okay. Wenden. Ich denke mal Reihenfolge, aber ich bin mir da jetzt irgendwie nicht so. Welche Reihenfolge? Von oben nach unten oder umgekehrt? Weiß es nicht. Wann merke ich, dass es falsch ist? Wenn der Zonk kommt. Probier's halt mal. So wie ich denke. Irgendwie so. Kommt so ein Dodo. Fail Sound. Gar nichts, die gehen alle aus. Ja, ich weiß halt nicht die Reihenfolge. Hä? Jetzt krieg ich's. Jetzt geht's gar nicht. Hä? Steht doch davor. Jetzt. Oh mei, das ist doch echt, das ist so blöd. Geht doch weg hier. Ich glaube, ich stelle sie mal irgendwie ans. Oh. Stell sie mal irgendwo in der Ecke, wo sie nicht nervt. Nicht Pause. Halt hier so. So. So jetzt. Du bleibst hier, Frau, gell? Du bleibst da stehen. Warte mal, hab ich jetzt.
Oh my. Schon an. Sag das doch gleich. Für mich sah es aus, als würde das auf der anderen Seite brennen. Hab ich es gedacht. Geht wieder aus, ja. Ja, ich weiß nicht, welche Reihenfolge von oben nach unten oder. Ich denke schon, dass damit gemeint ist, also von der stärkere, also Reihenfolge der stärkere Schwache. Jetzt weiß ich aber nicht, ist gilt die Reihenfolge von schwächeren zum stärkeren oder umgekehrt? Und ich kann den irgendwie nicht einzuordnen, so ich überblicke alles. Kein Wesen entkommt meiner Macht. Erst habe ich gedacht, er ist der Stärkste, aber. Nee, warte mal, freitanze sich durch die Lüfte und fange beinlose Beute. Beinlos. Bein und lautlos schleiche ich an meine Opfer heran und besiege mit meinem Gift selbst den mächtigsten aller Könige. Also der Leopard, Tiger oder was der ist. Ah, okay. Probier's mal jetzt nochmal. Dann Schlange. Stehe ich richtig? Ja. Dann der. Das Pferd. Dann der Wolf. Und dann der Hirsch. Andersrum, bei ihm anfangen. Hirsch. Ich habe deswegen das Pferd vor dem Wolf, weil da steht, keine List wird der Geschwindigkeit meiner flinken Glieder gerecht. Keine List. Und er sagt, dank meiner List besiege ich selbst das größte gehörnte Biest. Also kommt er nach dem Hirsch.
Dann kommt das Pferd. Dann kommt der Leopard oder was das ist. Tiger. Und die Schlange. Und dann der Adler. Also von schwach zu stark. So. War die Reihenfolge. Okay, warte mal. Frau. Kann ich mitkommen? Ey, warte mal, Team. Warte, ich wechsle. Was ist hier drin? Weißt du was? Mm-mm. Guck mal mit. Ich höre nix. Ich meine, Viech, ich höre schon was. Ich meine jetzt irgendwie so. Oh. Da liegt was. Ein Kamin ist wohl nur zur Zierde, der. Da ist doch was drin. Jetzt. Unity, Einheitssteintafel mitnehmen. Nehmen wir mit. Das gucken wir gleich an. Steht was drauf hinten? War Zoom? Ja, das war alles. Zoom. Unity. Irgendwie. Ja, ich weiß auch nicht. Bitte. Öffnung oder sowas. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Muss man das irgendwie auf Friedhof? Da steht eine Flasche. Molotow-Cocktail wahrscheinlich. Leere Flasche. Kann ich, ja. Sollten laden. Nichts Nützliches. Oh, Betten? Was ist das? Holzkiste. Darin sind verschiedene Apparate.
und Geräte. Hä? Aber ein komisches Eck. Irgendwas stimmt mit dem Eck hier nicht, ja? Ein paar Bücher liegen geöffnet auf dem Schreibtisch. Sie scheinen keine besonderen Merkmale zu haben. Tagebuch des MGMT-Praktikanten. Woran arbeitet Markus, der Leiter, bloß die ganze Zeit? Woher rührt sein abartiges Interesse an Ekeln? Interesse? Manchmal scheint es eher Liebe zu sein. Angeblich sind diese Ekel äußerst gefährlich. Dennis bekam hohes Fieber, als er einen der Ekel berührte. Heute hörte ich es wieder. Ein schreckliches Stöhnen hinter dieser Tür. Schlafende Hunde soll... Ich halte mich fern, selbst wenn der Leiter was anderes befiehlt. Will nicht so enden wie Dennis. Der arme Kerl, dieses ständige Kratzen, schon allein vom Zusehen juckt es mich überall. Muss abhauen, aber wie? Dennis weg, ich gehe. Hunger. Hilfe, Mama! Mama, Mama! Mama! Du sollst um deinen Jungen nicht weinen. Mama. Was sagt denn? Heinche war das, gell? Kennt denn jemand noch Heinche? Sonst ist hier nichts. Wo gibt es eine Möglichkeit zu speichern? Da, wo der Affe hockt, gell? Der Affe drin ist. Hier. Ist das hier? Nee. Hier. Ist da ein Affe? Nee. Ist doch der Raum, oder nicht? Also wenn... Ich höre nix. Also dann speichere ich hier. Ach so, das hier, wo wir sie gerettet haben. So, dann mache ich an dieser Stelle eine Pause. Und wir sehen uns später nochmal. Danke fürs Zuschauen.
Ja, bis später. Danke, tschüss.